Hi, hier ist wieder Nero C und willkommen bei meinem Let's Play zu Watch Dogs. Ja, wir fangen neu Let's Play an. Baphomet ist natürlich nicht zu Ende, das geht weiter, dann mache ich trotzdem weiter. Jo, wir zocken auf dem PC. Alles auf Ultra. Anzeige Anti-Aliasing TXA mal 2. Oh, läuft bei 30 Frames, also einigermaßen flüssig, alle gut. Und wir starten ein neues Spiel. Ja, ich habe schon mal durchgezockt, aber wir fangen jetzt trotzdem nochmal neu von vorne an. Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, den mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Baby, es ist vorbei. Ich Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Wer glaubt, Mann? Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Ich sag doch.
Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht wissen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Töte mich doch. Na, er hat unserer Familie geschadet, also. Erinnerst du dich jetzt? Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. So, okay. Und damit sieht's los bei Watch Dogs. Und ich musste gerade einmal B drücken, um ihn hier kalt zu machen. Wir können uns bewegen. Drücken und halten Sie X zum Hacken. Hier können wir was hacken. Gibt's hier denn vielleicht noch irgendwas anderes? Ich spiele übrigens mit SweetFX. Dadurch ist das vielleicht ein bisschen dunkler alles. Sieht aber auch viel schöner aus, finde ich. Aha, was haben wir denn hier? Kohle. War noch irgendwas? Hier steht irgendwas. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir hier so finden, würde ich sagen. Medizin. Okay. Ist hier noch was? Getränkautomat. Okay. Gut. Dann hacken wir mal sein Telefon und finden raus, wer ihm den Auftrag gegeben hat. Okay, dann gehen wir mal raus. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Jordi. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe?
Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Arsch. Chicago Police. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. So, dann gehen wir mal schnell in Deckung. Okay, das... B oder L, um die Deckung zu verlassen. Und mit A gehen wir zur Deckung. Und wenn ich hier rüber tippe auf die Wand und einfach nur A drücke, dann läuft er da automatisch hin. Das haben sie echt gut gemacht. Dann kommt man rucki zucki von Deckung zu Deckung. Sicher ein Viceroy. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spusi. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen. Die Spusi. Klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum töten die sich gegenseitig? Und warum auch noch ausgerechnet hier? Sieht nach einem Exempel aus. Moment. Könnte es der Rächer sein? Roger the Bull now by Jorge Sanogo, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base steal is on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sanova pitches, that's a big hit! Hatten Sie die Kamera? Welche Kamera? Ach da. Okay. Drücken Viereck, um zu hacken. Und so können wir uns von Kamera zu Kamera schwingen. Und hier die Räume ausspähen. Ob hier vielleicht schon... Ah, da ist doch schon einer. Gegner sind. Und wenn wir die Gegner anvisieren... Alles ruhig. Psst. Markiert er die natürlich auch. Ich kann auch ranzoomen. Ich komm hoch. Mach mal halblang, Speedy. Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. Na gut. So, wir müssen die Tür aufkriegen. Die Tür. Da. So. LB. Köder. Ach, wir müssen es erst herstellen, alles klar. Dreieck. Okay. Und dann schmeißen wir das mal. Psst. Psst, psst. Hallo? Achso, ich muss hier noch hacken. Genau. Okay. Schluck den Köder. Schnell, 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 schnell.
Kommen wir gleich weiter? Oh. Oh, kurz gehustet, sorry. Jetzt kommt er hier wieder her, ne? Nein, zu lange gebraucht. Müssen da hoch. Können wir noch einen Köder basteln? Einen Köder meine ich. Geht nicht mehr. Den schalten wir noch aus. Sorry. Hey Sie, Sir. Das ist doch scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit denn? Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Okay. Gut, okay. Ich mach einfach mal weiter. Aber. Das auch alle? Hier müssen wir hin. Diesen Ficker im Internet sehen. Gut, ich brauch keinen Ausweis. Ein Lächeln wird zwar nett, es geht aber besser ohne. Hey, Mann. Ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na bitte. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt. Wir haben Rechte. Schweigen Sie mal eine Minute. Das Recht haben Sie. Fick dich. Sehen die uns jetzt, wenn wir da hingehen? Schnell, 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 schnell. Schweine ab. Gut. Weiter geht's. Oh, ein Geldautomat. Mal kurz mal Geld abholen. Wenn wir schon mal da sind. Bad Boy. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Hey, Sie alle? Ja, bin ich. Gibt's einen Evakuierungsplan? Ja, haben wir. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie durchkommen. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also riegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Hier wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spielabbruch? Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Halt, die Kamera war gut, ne? Halt mal, ich gehe mal vorher ein bisschen in Deckung. Wir stehen hier ganz schön auffällig. Gut, jetzt. Aber es ist ein Tatort. Die Spur liegt unterwegs. So, und schon sind wir im Serverraum, wie es aussieht. LB. Blackout. Ich sehe gar nichts.
Bin ich überhaupt richtig? Verdammt. Das ist extrem dunkel gerade, okay. Aber wir sind da. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Jawohl. Und hier ist es finster wie im Sack. Wir spazieren hier mal ganz gemütlich raus. Ich sehe nichts. Jetzt seht ihr Licht wieder an. Sehr schön. Upsi. Okay, würde ich mal sagen, willkommen in Chicago. Lass mich durch. Wo ist das Auto? Da drüben. Andere Seite. Krallen wir uns mal die Karre. Da ist er. Wir wurden gerade fast entdeckt. Upsi. So, das heißt jetzt wohl die erste Verfolgungsjagd und los. Wie man Auto wie wir Auto fahren, wissen wir ja ungefähr. Und los. So, die Ampeln können wir hacken. Wenn wir Glück haben, fahren die Bullen dann auch in andere Autos rein. Und wir kriegen sie so abgehängt. Verdammt, ist das hier hinten dunkel. Tja, ich würde sagen, wir setzen uns mal einen Wegpunkt, weil sonst fahre ich ja nur im Kreis, oder? Ah, jetzt. Jetzt bin ich selber in die Rausch. Puh, ist das dunkel. Wir drehen mal. Vielleicht bringt's ja was. Ja, ja, vielleicht. Okay, falls es zu dunkel sein sollte, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich auch hier in der Einstellung nochmal ein bisschen was dran drehen. Oh, habt ihr gehört? Da ist gerade ein Kopf kaputt hier. Ah, verdammt. Wir müssen weg. Oh, 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 oh. Ah, wir sind schon einigermaßen. Jetzt hier vorne rechts am besten. Nein. Ah. Okay, ich drehe einfach nochmal um. Oh, jetzt ist hier schon wieder einer. Der Rest haben ihn verloren. Das war's für heute. Oh. Das habe ich echt gebraucht.
Gut, da stand zwar noch einer, aber okay. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. So, okay, da wird die Weltkarte erklärt und das GPS-System. So, ich glaube, wir kommen schon überall hin, möchte ich sagen. Wo ist denn unser Ziel? Hier. Dann fahren wir da mal hin. Ganz gemütlich. Ohne Polizei. Es gibt übrigens auch andere Ansichten. Man kann so ja im Auto sitzen, aber ich finde es irgendwie nicht so cool. Also, na, ist schon cool, dass das drin ist, aber ich fahre lieber von außen. Wir sind doch schon da. Ups. Unser Versteck sollen wir erreichen. Okay. Mal gucken, was da so los ist. Sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Telefon. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Ein Skillpunkt. Okay, hier ist unser Skillbaum und ich kann eine Standard auswählen. Okay, wir müssen das erstmal machen. 5 Skillpunkte haben wir schon. Brücken. Holla. Was haben wir hier? Hochbahnsteuerung. Zusatzakku. Geldautomaten. Ich würde mal sagen, wir nehmen auf jeden Fall einen Zusatzakku. Und einen Geldautomaten. Kohle ist immer gut. So, ich nehme mal kurz hier noch alt mit. Hier drin laufen? Hier drinnen kann man nicht laufen, okay. Wie bei Assassins. Okay, man kann sich ausruhen und die Tageszeit bestimmen, in der man aufwachen will. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordi Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega.
Okay, ich glaube, die Audiologs, die erzählen so ein bisschen nebenbei die Geschichte, oder? Und ich würde sagen, gehen wir doch mal pennen. Bis. Oh, 6 ist eine gute Zeit. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Wie er immer sofort sein Handy zückt, ist in manchen Situationen manchmal auch ziemlich lustig. Aber... ich muss mal sagen, mit der Stimmung und so, das haben sie schon echt gut gemacht. So. Kommen wir hier raus. Da. Dann werden wir uns nochmal kurz Chicago im Hellen angucken, würde ich sagen. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Nachfahren von Sklaven. Okay. So, und in der nächsten Folge würde ich sagen, legen wir Profile von Passanten an. Okay, danke fürs Zugucken. Lasst ein Gefällt mir da, wenn es euch gefallen hat. Okay. Tschüss.